Hallo Leute, es geht weiter mit Cursory, der böse Mann und der schwarze Kater. Und ja, wir haben ein Spielchen vor uns im nächsten zweiten Part und das wollen wir jetzt mal lösen. Du musst die Enten hüpfen lassen, bis die beiden Muster passen. Ja, okay, lassen wir die Enten hüpfen. Oder so. Hui, hüpf, hüpf, hüpf. Wie lassen wir die Enten hüpfen? Guck mal, es sind ganz viele Entenchen. Du musst die Enten hüpfen lassen, bis die beiden Muster passen. Ja. Welches auch immer es sein mag. Ich nehme mal an, eine Entenmama mit Küken. Okay, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Achso, hier oben ist ja eine Vorschau. Ich dummerle. Guck mal. Gar nicht so schwer. Ah, und ich denke, ich soll jetzt hier probieren, geht über studieren. Okay, da und jetzt das Kleine. Voll easy. So, jetzt öffnet sich das hier und ich kann wieder nichts sehen. Gleich. Es soll der sein mit den zwei anderen. Oh, jetzt hat sich der Schwierigkeitsgrad erhöht. So, jetzt wird's aber bunt hier. Der ist es nicht? Der ist es doch. Ach nee. Da gibt's einen passenderen. Hm. Jetzt haben wir ihn. Wuhu! Yeah, ich habe die Enten hüpfen lassen. Quack, quack. Am Start. So, ich krieg eine Leiter. Und die Ente fällt um. Der Schrank ist zusammengebrochen. Vielleicht hat die Leiter ihn gestützt. Ja, du hast alles kaputt gemacht. Oh je, die Ente ist umgefallen, als der Schrank zusammengebrochen ist. Doch egal, ist doch nur ein Schrank hier draußen in der Wildnis. Ist doch eh alles Schrott. Kann ich hier nichts mehr machen? Ich habe die Leiter bekommen. Ich kann irgendwo hin. Ich wollte doch eh nach oben. Hier wollte ich doch hin. Guck mal. Schau mal, da kriegen wir eine Axt. Da haben wir eine Säge, einen Bolzenschneider. Und eine Axt. Das doch schon mal gut. An der Tür des Spielzeughauses mit den Sternen fehlt ein Schild. Egal, was für Probleme kommen. Die richtigen Waffen haben wir schon mal. Das muss der Tochter des Holzfällers gehören. Wahrscheinlich handgemacht von ihrem Vater. Okay. Der Stoffclown sieht man das Alter an. Er fällt schon auseinander. Gruselig. Ich nehme mal an, man kann da ein ne? Genau. Man kann da was reintun, aber irgendwie ist hier oben nichts gefunden. Das kann doch nicht sein. Okay, ich kann da nichts machen. Können wir da mal machen? Können wir hier vielleicht machen? Ein Bolzenschneider? Ah, okay. Ich brauche etwas, um die Vertiefung des Fuchs- und Taubendekors auszufüllen. Fuchs und Katz. Du hast die ganz gestohlen. Sieh wieder her. Gib sie wieder her. Ja. Wo darf's denn mal hingehen? So jetzt? Ich soll doch hier was ein... Was denn? Ich hab doch nichts. Doch, ich hab was. Tatsächlich. Okay. Huch. Da ist was. Gleich gesehen. Tü, tü, tü. So, dann wollen wir mal auf die Suche gehen nach Objekten, die nach Wimmelzeugs aussehen. Ja. Es geht zack, zack hier. So, es soll ein Mauskopf noch sein. Und ein Stab oder so. Irgend so ein Stein. Dann noch ein Gekringeldingel. Das da. Das da? Nee. Das da? Ja. Und das rote Tuch. Wo ist das? Wo ist das? Achso, das ist schon fertig. Okay. Was haben wir hier? Das da? Das ist es nicht. Ich suche was. Finde es aber nicht. Hm. Da ist es. Okay. Fehlt mir nur noch das hier. Dieser
Dieses Halsbandteil. Ist das vielleicht hier hinter mir und ich sehe es noch nicht? Das hier vielleicht? Hier drumrum? Das kann man halt so schön tarnen. Nee, da hole ich mir mal einen Tipp. Ach, da unten. Nee, da habe ich es nicht gesehen. Für die Rubinmaus, die jetzt fertig ist, habe ich leider nicht gesehen. Ich habe trotzdem eine Auszeichnung erhalten. Und jetzt haben wir die Mäuse. Da sind lauter staubige alte Flaschen und anderer Krimskrams drin. Na toll. Da fehlt uns ein Schlüssel. Ein Ast hätten wir sonst auch noch. Was können wir denn mal machen? Wo gibt es denn noch was zu tun? Können wir die Mäuse hier irgendwie vielleicht einsetzen oder so? Nö, so funktioniert das nicht. Handgemacht von dem Vater hier, da muss ein Sternchen oder was rein, obwohl uns da nichts gesagt wird. Man weiß es nicht. Bei der Katze vielleicht, das Glöckchen? Kann da die Taschenuhr rein? Nee. Ja, die Mäuse sollen da ja aber auch nicht rauf, ne? Die wollten da doch irgendwie Büffel, oder wie war das? Da stand übrigens das letzte Mal im Part irgendwas mit 20 Stunden. Oder war das 20 Uhr? Oder sollte das wirklich Stunden heißen? Also eigentlich heißt es ja Stunden, aber ich habe gedacht, es soll... Weiß ich nicht, check's halt nicht. Haben wir jetzt nur noch... Wir haben nur noch 20 Stunden Zeit, bevor die Kinder weg sind? Oder was? Ich wusste gar nicht, dass wir wieder zurück können. Macht aber eigentlich Sinn. Da fehlt was. Können wir da die Uhr vielleicht reintun? Vielleicht können wir die Mäuse ja woanders hinsetzen. Ich benutze mal die Karte und gehe dahin, wo das Sternchen ist. Hier, dann doch. Die alte knorrige Baum wird stabil genug, um mein Gewicht zu tragen. Wenn ich ihn fälle, kann ich ihn als Steg benutzen. Oh Gott, jetzt soll ich den Baum fällen. Okay. Da geht der böse Mann. Diesmal werde ich ihn kriegen. Ey, warte. Nicht weggehen mit dem Mädchen. Da ist ein verfluchtes Objekt gefunden worden nebenbei. Ja gut, dann nicht. Dann gehören wohl hier die Mäuse rein. Er ist erstmal weg. Wir kümmern uns erstmal um das. Der kleine Schrein hat 3 Aussparungen für Mäuse mit königlichen Insignien. Jetzt fehlt aber noch eine 3. Maus, Leute. Trotz des Gestanks nehme ich den Geruch von Honig wahr. Deshalb waren die Motten hier. Aha, der verschlossene Kiste ist mit Bienen verziert. Was kann ich jetzt machen? Da kommen die Motten zu dem Honig. Den Sumpf überqueren, um die anderen Wege zu erreichen? Vergiss es. Okay. Nee. Ich gehe mal erstmal zum bösen Mann. Da ist er. Dum, 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 dum. Der böse Mann ist mit René in diesem Baum verschwunden. Ich muss hinterher, aber da ist wieder dieser blutrünstige Luchs. Immer dieser Luchs. Ich komme, René. Da holen wir uns gleich so ein Brecheisen. Ziehen wir dem Luchs einen über. Da funkelt was zwischen den Wurzeln. Nimm doch mal die Säge zur Hand schnell, eben fix. Während der Luchs uns im Nacken steht. Kein Problem. Er greift an, sobald ich ihm zu nahe komme. Wenn ich ihn doch nur betäuben könnte. Mit dem Brecheisen betäuben geht auch. Aber musst du nicht. Das wäre sehr gemein. Das machen wir nicht. Der Baum ist offensichtlich hohl und ich sehe Licht hinter den Fenstern. Ist da vielleicht ein Durchgang? Ja, vielleicht ist da auch der böse Mann mit René. Der Vollmond hat ein einsames Gebäude am Rand der Klippe in sein kaltes Licht getaucht. Jetzt wissen wir, wo der böse Mann hin will. Ach so, aber er ist doch da durch. Vielleicht ist er ja da drin und macht sich schön gemütlich. Der hat ja seinen Kampflooks dabei. Kein Problem für den bösen Mann. Den Sumpf überqueren. Hier, Sumpf überqueren. Klar. Nicht mit uns. So, wir können die 3. Maus können wir jetzt mal da reintun. Das können wir mal machen. Damit wir mal hier so ein bisschen Action... reinbringen mit tollen Spielen. 3 blinde Mäuse wollen gern heim und du sollst ihr sehender Führer sein. Okay. Wie kriegen wir die Blinden rein? Oh, wir müssen den mal holen. Dann kann die Maus da rein. Komm mal rein da. Husch. Guck mal, da kann die Maus doch rein jetzt.
Nicht? Komm, Maus. Lauf mal los. Geh mal die Treppen runter. Ja, toll. Ach, guck mal, süß. Hui. Geh mal los, Maus. Süß. Hui. Guck mal, die ist zu Hause. Maus ist zu Hause. Geh weiter. Dann geh hoch. Kannst du auch so. Mir egal. Wir bringen dich so genauso los. Wie kriegen wir dich da runter? Süß, ne? Ist ja schon putzig. Ach, den können wir runterholen. Jetzt kann die da rein. Los geht's. Hui. Flieg los, Luftballon. Bring die Maus noch. Okay. Hoch und runter, das war's. Okay, sie will nicht. Kann nur hoch und runter, die doofe Maus. Was mit der? Müssen wir irgendwie hier wegkriegen können. Was können wir denn mit denen machen? Hm. Das habe ich da noch nicht ausprobiert. Die will da irgendwie... Weiß ich nicht, die springt hier so. So? Ach so. Ah, jetzt habe ich's. Okay, so, jetzt bringen wir dich erstmal hoch. Geh mal nach Hause, Mäuschen. Das war ja jetzt auch nicht so schwer. Was mache ich mit der jetzt? Die macht mir das Leben schwer hier. Hier kann ich noch was drücken. Ach so. Habe ich nicht gesehen? Dann gehen wir hoch. Alle Mäuse sind zu Hause. Das hat Spaß gemacht. Da ist ja plötzlich eine Treppe. Darüber kann ich die anderen Wege erreichen. Oh, meine Treppe. Das Lied, das René immer summt. Hallo? Puh, das war wirklich... Okay. Dann sing ruhig weiter. Die Motten werden vom Geruch des Honigs angelockt. Jemand hat hier die Motten... Kann ich mal aufhören zu singen jetzt hier? Das ist Schluss jetzt, ja? Wir sind hier nicht bei Deutschland sucht den Superstar. Sie ist von meinen Augen verschwunden. Habe ich Halluzinationen? Ist egal, ist Ruhe jetzt. Da war wieder ein verfluchtes Objekt, sonst kann ich mich hier nicht konzentrieren. Der Wischmob wird auch gleich direkt mitgenommen. Und die Motten werden vom Geruch des Honigs angelockt. Immer noch jemand hat hier die Motten werden vom Geruch des Honigs angelockt hingekritzelt. Ja, vielleicht eines der verschwundenen Mädchen. Ein verwittertes Namensschild mit der Aufschrift Schloss von Morellos. In dem Baumloch ist etwas, aber die Dornenranken versperren den Zugriff. Mach das mal hier mit irgendwas weg, mit dem Wischmob oder whatever. Okay, wo ist jetzt die Singsangfrau hin? Möchte ihre liebliche Stimme noch einmal hören. Das war sehr schön, wie sie gesungen hat. In die Aussprache und Ton noch einmal eingesetzt werden. Ich glaube nicht, dass wir das gerade haben. Tja, wo soll es hingehen? Blub, blub. Guck mal, da oben geht die böse Katze. Bis hier wichtiger Bereich. Habe ich hier nicht alles schon angeguckt? Irgendwas nicht mitgenommen? Schloss von Morellos. Hm. Da komme ich da mit dem Brecheisen ran? Also brauchen wir einen Schlüssel? Wir brauchen bestimmt einen Schlüssel, ne? Ja, die ist verschlossen. Das geht so nicht. Da ist der Lux. Mit dem Staubwedel. Tschüss. Da geht's auch nicht lang. Hier, ach, hier waren wir noch nicht. Guck mal, hier. Oh, und wieder eine... Also, was haben wir hier für Waffen? Jetzt haben wir eine Sichel auch noch. Das Grabmal ist von einer dicken Schicht Staub und Sand bedeckt. Wischmuff. Wedel, Staubwedel. So, nochmal ein Schluckchen Wein können wir uns auch gönnen. Korkenzieher haben wir nämlich jetzt. Unsere gemeinsame Zeit in Silvery Coral werde ich immer im Herzen tragen. Wir gehören zusammen. Auch über den Tod hinaus. Wir werden uns niemals trennen. Niemals! Hm? Das ist Treibsand. Von dem halte ich mich besser fern. Oha. Im Sand ist offensichtlich ein Teil einer Statue vergraben.
Oh, das ist Treibsand. Das ist nicht schön. So, vor Treibsand hätte ich persönlich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aus dem Baumtopf dunkler, klebriger Harz. Das kann ich vielleicht gebrauchen. Habe ich denn irgendwas... Kann ich das vielleicht an einen Ast packen? Ach, tatsächlich. Warnung. Die Kiste ist fest verschlossen. Sie lässt sich nur mit Werkzeug öffnen. Warnung, halte dich bei Nacht von den Motten fern. Der Staub, den sie absondern, versetzt jedes Lebewesen Tiefschlaf. Komm, das brechen wir doch gleich mal auf. So, egal, komm, lass die Motten raus. Insektizid. Aus der mit Edelstein besetzten Truhe sind leere Felder in Form von Insekten. Hatten wir da nicht sogar eine? Guck mal, wir haben noch eine Labello. Können wir schon mal einsetzen. Nur die Motte haben wir noch nicht. Insektizid hätten wir dann schon mal. Das ist doch schon mal was. Allein und vergessen liegt der Kirchturm hier schon verfallen. Über 100 Jahre. Oh je, Mine. Wo geht's hin? Warte. Die Sichel. Genau. Ich sehe, da ist etwas drin, aber es hängt an einer der Ranken fest und ich komme nicht ran. Hier, klebriger Ast. Tada, Motte. Eine Hand wäscht die andere. In dem Fall gehen wir jetzt wieder dahin, wo wir gerade waren. Und haben uns gegenseitig geholfen. So. Dann kannst du das da reintun. Und sind die Motten jetzt befreit? Nein. Wir holen uns den Bienenschlüssel. Das tun wir. Oh, hier wollen wir nicht hin zum Lux, zum Bösen. Wir wollen hier hin. Nein, auch nicht. Wo denn? Wo ist denn das nochmal, wo ich hin will? Verdammt. War das hier? Nö. Da? Nee, auch nicht, ne? Oder? Nee, da kommen die Büffel hin. Was ist direkt hier gewesen? Ja, hier. Haha. Die Flasche enthält eine geheimnisvolle Flüssigkeit. Ich sollte sie entkorken, um rauszufinden, was drin ist. Okay, machen wir doch direkt. Sacrebleu, Weingut von Silvery Coral. Eine echte Mottenplage. Und nein, jetzt brauchen wir wahrscheinlich den Honig oder so. Damit kann man etwas Besseres anfangen. Insektizid. Voll gemein eigentlich jetzt mit dem Insektizid, wo wir es doch vorher wahrscheinlich wussten, dass die Motten kommen. Okay. Ist das jetzt egal? Okay. Dann gehen wir jetzt dahin. So, hier Honigwein. Holen wir uns die Motten zum Lux. Was ist jetzt mit dem? Der Lux ist in einen tiefen Schlaf gefallen. Ach so, weil das ja dann passiert mit den, was die da absorbieren. Muschel. Ich komme, René. Ja, der schnarcht aber ordentlich laut, der Lux. Ich könnte ja nicht schlafen, wenn jemand neben mir so schnarcht, muss ich ja gestehen. Das verstehe ich dann auch, wenn man in getrennten Zimmern schläft oder so. Gott sei Dank hatte ich noch nie jemanden, der wirklich neben mir extrem geschnarcht hat. Bis auf meine Familie vielleicht. Und da kann ich echt schlecht schlafen. Das stilvolle M auf der massiven Holztür, die ins Innere des Baumes führt, ist nicht vollständig. Baumemblem. Ah, das Schnarchen hat aufgehört. Verwende Licht, um einen Bereich einzuschließen, bis ein magischer Kreis entsteht. Okay. Wenigstens bin ich da nicht so überfragt wie bei dem anderen Rätsel. So, das ist doch schon mal gut. Wir drehen das hier noch so ein bisschen und strahlen das ab. Oder auch nicht. Oh, das hat schon gereicht. Okay. Wunderbar. Es klappt doch ganz gut. Jetzt drehen wir noch so ein bisschen. Huh! Action! Laser-Action. Nee, das soll's nicht sein. Vielleicht ist auch ganz quatschig, was ich hier mache. Kannst du das so ein bisschen noch anders drehen? Geht das? Nee, ne? Na gut. Sollen wir die alle bestrahlen?
Wo soll das denn? Bis ein magischer Kreis. So, ist doch schön. Wunderbar. Bisschen per Zufall eher und nicht nur alles können, aber gut. Hat ja geklappt. Auch eine Auszeichnung bekommen. So, tschüss, schlafender Lux. Tag 1, 22 Stunden Uhr. Hört sich an, als ob jemand weint. Das kommt von draußen. Soll doch 22 Uhr heißen. So, 10 Uhr. Ist vorbei jetzt. Der Gang mit den wunderschönen Blumen ist so warm und einladend. Dagegen wirkt der dunkle Wald wie ein schlechter Traum. Der Spaten ist in zwei Teile gebrochen. Wie kann ich ihn reparieren? Och Gott, die weint ja wirklich ganz fürchterlich. Hier ist eine sternförmige Vertiefung. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Nö. Gibt es hier so ein verfluchtes Objekt? Komm, wir reden mal mit ihr. Aber erstmal nehmen wir uns hier das Ding mit. Help! I'm about to fall! Please, find a way to pull me to safety! Oh nein. Ich komme nicht an das Mädchen heran. Ich brauche etwas Längeres, aber schnell, sonst fällt sie. Zange? Ich hab doch nix. Ja, dann muss erstmal warten. Dieses Mädchen ist irgendwie auf dem Ast gelandet. Ich muss ihr helfen, bevor er abbricht. Also ich dachte, die weint jetzt, weil sie da irgendwie entführt wurde, alleine ist. Und sie da auf dem Ast. Dem Relief fehlen zwei Teile, die etwas mit Himmel zu tun haben. Also, da passt ja wunderbar schon mal die Sonne zufällig rein und ganz zufällig hier auch der Mond. Und dann ist ganz zufällig hier auch was freigeschaltet. Vertausche die Sterne in der Galaxie, bis sie dem richtigen Tierkreiszeichen entsprechen. Mädel, du musst noch mal erstmal warten. Bleib noch mal eben auf dem Ast sitzen. Wir müssen das hier eben noch erledigen. So. Vertausche die Sterne ein bisschen im richtigen Tierkreiszeichen. Also. Jetzt bin ich ja wieder hier gefragt. Also das hier ist auf jeden Fall Skorpion. Ich sehe aber nichts mit Skorpion. Das ist schon mal toll. Haben wir hier einen Zwilling? Sehe ich nicht. Haben wir hier Wassermann? Nein. Waage. Wo gehören denn die hin, die man gar nicht sieht? Guck mal, hier unten ist Wassermann. Können wir das schon mal dahin bringen? So, guck mal, hier ist Wassermann schon mal richtig. Das ist super. Ich weiß nicht, was ist das hier unten? Das gehört, glaube ich, da unten hin. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Shit. Hier unten ist Skorpion. Warte, ich hatte Skorpion, Skorpion, Skorpion. Nicht? Wo ist Skorpion? Ja, richtig hier. Guck mal, das hier ist doch ein Skorpion und das gehört doch dazu. Wunderlich. Ich lasse es erstmal. Waage ist richtig, Wassermann stimmt. Dann hätten wir noch Fische und Krebs. Krebs ist, glaube ich, das da. Jawohl. Und Löwe. Das ist aber, glaube ich, Widder. Ich weiß nicht, wo Zwilling hingehört, weil ich Zwilling nicht sehe. Ich bin übrigens Sternzeichen Zwilling. Deswegen kenne ich natürlich mein Zeichen. Kenne natürlich auch diverse andere, aber nicht alle gerade, so wenn ich ehrlich bin. Huch. Ach so, okay. Das ist Stier, nehme ich an. Und dann hätten wir hier noch Schütze. Das könnte ja so richtig sein. Das stimmt auch. Vielleicht ist das hier auch Skorpion. Ich bring mal den hier rüber. Der sieht so ähnlich aus. Und das stimmt. Das ist schön. Dann den vielleicht mal tauschen. Nein. Wo ist der Widder? Gehört er hier unten hin? Nein, auch nicht. Weiß nicht, was mit den dreien hier ist. Ich bring mal den Löwen hier runter. Der ist auch nicht richtig. Welcher gehört dann dahin? Ich glaube nämlich, dass das hier Widder ist. Wenn das Fische ist, vielleicht den mal zumindest da austauschen. Okay, der ist schon mal richtig. Dann fehlt mir jetzt eigentlich nur noch der hier unten. Und welcher es von denen ist, das sehen wir gleich. Dann ist es der hier. Sieht auch aus wie das Zeichen hier unten, sehe ich gerade. Was ist mit denen hier? Mit den dreien? Ganz komisch irgendwie. Hallo, du sollst da bleiben. Kannst du dich mal wieder tauschen?
Schön. Ach so, es hat schon gereicht. Okay, die in der Mitte, gerade mit meinem Sternzeichen, waren überflüssig. Schade. Was soll ich machen? Beobachte das Spiel der astrologischen Symbole. Dann schnell und geschickt das Muster wiederholen. Oh, okay. Kannst du es nochmal machen? Hallo? Ja, falsch. Okay. Und was war das letzte? Das da? War es richtig? Das? Fische, Wassermann, Skorpion? Fische, Wassermann. Das war klar. Ich bin da nicht so gut drin, ne? Vor allem, weil ich mir die Zeichen nicht so gut merken kann. Das habe ich mir jetzt schon nicht mehr gemerkt. Das war auf jeden Fall Wassermann, kam später. Oh, ich bin so blöd, ne? So, was ist das hier eigentlich? Waage, Fische, Waage, Fische, Wassermann und jetzt wieder Skorpion-Dingsbums, aber ich sehe das hier nicht. Das ist es doch nicht, oder? Das hier? Nee. Hä? Das M. Ach, hier, das hier. Okay. Kann ich das nochmal haben? Das hier will ich haben. Macht er immer denselben? Echt jetzt? Ernsthaft? Ich bin zu blöd. Da. Der Fisch ist doch gar nicht mehr da. Der hier, der war das, nicht Fische. Ich sag mal Fische, obwohl das Krebs ist. Das, Krebs, Wassermann und der. Skorpion, okay. So, es fängt jetzt mit Skorpion an. Skorpion wieder... Keine Ahnung. Ja, und jetzt schon wieder Pech bei mir. Skorpion. Irgendwas mit Hörnern. Krebs. Komischer Kringel, komischer Kringel. Aber der Krebs, der kam doch. Oh, ich bin so blöd. Voll deprimierend. Hallo, ein bisschen länger. Ich habe nicht hingeguckt. Hm? Und komischer Kringel, komischer Kringel. Yeah. Okay. Ja, reicht auch, reicht auch. Ich muss das Spiel nicht nochmal machen. Ist okay. Da braucht ihr mir auch keine Auszeichnung für geben. Jetzt hör mal auf zu weinen. Ich habe mich hier echt bemüht, die blöden Sternzeichen mir zu merken. Ich bin jetzt auch nicht so schnell. Komm, ich komme mal zu dir hinten rum. Warte noch mal eben auf dem Ast. Aus dem Gebäude dringt gespenstische Musik. Ich frage mich, was die Orgel spielt. Nimm mal den Löffel. Was ist das? An der Glocke ist ein Stück Seil befestigt. Um an das Seil zu kommen, muss ich die Glocke finden. Okay. Glocke finden. Im Blumenbeet liegt eine Marmortafel. Ich muss die Gegenstände finden, die in die vier Vertiefungen gehören. Okay. Da ist die Glocke. Geh nicht in diese... Was? Zwischen den losen Steinen ist ein Spalt. Wie kann ich ihn breiter machen? Geh nicht in diese wundervolle Kapelle. Du wirst sie wieder... Du wirst nie wieder herauskommen. Oh Gott. Schon sehr unheimlich. Wer dudelt denn hier? Das Geflecht des Korbes ist in sich verheddert. Ich muss es zerschneiden. Der Zange? Was haben wir denn hier? Muschel... Muschelbanner. Die Musik ist cool in dem Spiel. Ich frage mich, was unter der Luke ist. Hier ist doch bestimmt noch so ein verfluchtes Dingensbummens-Objekt. Eine Kapelle auf einer Klippe ist eher selten. Sie scheint auch keinen Eingang zu haben. Können wir da die Muscheln reintun? Oh nee, das Rosendings gehört da rein. Ich brauche nur noch die andere. Okay. Wo soll es denn jetzt hingehen? Können wir ihr hier irgendwie helfen? Ach hier, am Rand der Klippe steht ein Mädchen. Sie hat offensichtlich große Angst. Vor was bloß? Also die da hinten, die sieht man gerade nicht so gut. Können wir dir helfen, Mädel? Okay, sie ist hinter mir verschwunden. War das ein Geist oder eine Vision aus der Vergangenheit? Wer war dieses Mädchen?
Tja. Das erfahren wir wohl nicht mehr so. Dem mit Perlen und Muscheln verzierten Mal fehlen zwei engelsgleiche Gegenstände. Ist das ein Grabmal oder eher ein Denkmal? Ja, das stelle ich mir auch so zur Frage, wenn vor mir gerade sich jemand in die Klippen gestürzt hat. Ist das jetzt ein Denkmal oder nennt man das ein Grabmal? Boah, ich mache mir darüber erstmal ein paar Gedanken. Da, ein seltsamer Schatten unter Wasser. Da muss etwas sein. Der Ring wird finden, nach wem du suchst. Aha. Der Ring ist weg. Könnte das der böse Mann sein? Nach wem sucht er? Guck mal, da passt doch wunderbar die Muschel rein und diese komische Rolle. Und dann kriegen wir die andere Rose. Das ist ja toll. Das ist schön. Was haben wir hier? An der Kette hängt etwas Schweres. Vielleicht die Glocke der Kapelle. Ich brauche ein mechanisches Rad, um sie hochzuziehen. Aha. Gut. Dieser Engel kommt mir bekannt vor. Was haben wir denn hier noch? Unter dem Moospolster kann man in Stein gravierte Worte erahnen. Ja? Ach so. Vielleicht mit der... Ach nee, die Schere, die brauchen wir für das Header-Zeug. Nicht weinen. Ich komme sofort. Erstmal schnibbel ich das aber auf hier. Flaschen mit Olivenöl und eine Kurbel haben wir auch. Können wir da die andere Blume reintun? Öffnet sich schon mal das Tor. Und was hinter dem Tor ist, fahren wir jetzt hier gerade. Unter dem Gemälde versteckt sich ein Geheimnis. Ob der böse Mann das gemalt hat? Ein makaberer Spiegel seines Geisteszustandes. Aha. Wow, da ist er gewieft, der Gute. Wahrlich ein idyllischer Ort für einen Künstler. Schwer zu glauben, dass ein Wahnsinniger frei herumläuft und junge Mädchen terrorisiert, wollte ich sagen. Da geht der schwarze... Oh, der schwarze Kater kann sich verwandeln. Das ist eigentlich unmöglich. Ich kann kaum hinschauen, so grauenvoll verunstaltet wie diese Statue ist. Ihr Schöpfer muss ganz schön daneben sein. Was hält sie in der Hand? Sie hält etwas in der Hand. Wie komme ich daran? Einfach nehmen. Mit der Spitzhacke. Kurbel. Zange. Ich hätte da noch diverse andere Werkzeuge, aber okay. Mit der Zange ließen sich vielleicht Nägel nehmen. Oh. Was ist mit diesem Kater los? Engelflügel mit Perle. Rasiermesser. Nochmal schaue ich nicht nach. Sie hat mir fast die Augen ausgekratzt. Ja, gruselig. Eine sehr böse Katze. Und ein verfluchtes Objekt haben wir gefunden. Das ist aber schön. Der Turm ist eine richtige Festung. Wäre nicht schwer, die Mädchen darin gefangen zu halten. Da kann man irgendwas reintun. Wir gehen erstmal wieder zurück. Und ich weiß gerade nicht, wie wir ihr helfen können, wenn ich ehrlich bin. Wie können wir ihr denn mal helfen hier? Etwas Längeres. Kurbel, Spitzhacke. Nichts davon kann uns gerade helfen. Dann gehen wir dahin, wo uns geheißen wird. Hierhin. Bei der Glocke? Der Spitzhacke können wir hier schon mal das einkloppen. Wir dürfen ja da eigentlich nicht hin in die Kapelle. Da haben wir diese Seilrolle. Schaffen wir das noch? Eigentlich muss ich einen Cut machen. Ich möchte das aber so gerne jetzt gerade noch schaffen. Guck mal hier. Jetzt holen wir das hoch. Mit der Kurbel. Mit der Kurbel. Wieso denn nicht? Um die schweren Ketten anzunehmen, brauche ich eine Rolle und einen Hebel. Aber ich habe doch schon... ich dachte, das geht jetzt. Okay, das geht nicht. Dann aber da. Geh doch mal dahin. Achso, wir sind schon da. Wir können hier was machen, echt? Was denn? Kannst du mal das wegmachen hier? So. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Oh. Machen wir es eben auf die Art. was anderes kann ich hier machen? Kann ich da vielleicht den Lorbeerkranz reintun? Oder hier die Engelsflügel, die passen da doch wunderbar rein. Guck mal. Und dann wartet tatsächlich ein Wimmelbild auf uns. Das machen wir aber im nächsten Part von Cursory. Der böse Mann und der schwarze Kater. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen recht herzlich. Bis zum nächsten Part, Leute. Bis dann.